Hi zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen, in Anführungszeichen, Manga-Update. Und zwar habe ich schon die letzten Monate nicht mehr wirklich viel von mir hier hören lassen, seit der Hanami eigentlich so gar nicht. Und das lag vor allem daran, dass ich keine Motivation hatte, mich mit der Kamera hinzusetzen. Allerdings wurde das Ganze noch verstärkt durch die Bullenhitze, die wir in den letzten Wochen und Monaten hier hatten. Und da der einzige Platz, an dem ich ordentlich filmen kann, direkt am Fenster ist, wäre ich dort wahrscheinlich elendig krepiert. Das heißt, ich habe ein bisschen was aufzuholen und ich habe mich entschlossen, kein riesengroßes Update für die letzten Monate zu machen, sondern die Updates so zusammenzufassen, wie ich das eigentlich vorher vorgehabt hatte. Und zwar wollte ich schon von vornherein, weil ich im April und Mai nicht wirklich viel hatte, April und Mai zusammenfassen. Und Juni und Juli sollten dann aber ihr eigenes Update jeweils bekommen. Und das August-Update, das würde dann halt danach kommen. Zu Animagic habe ich auch Videos, aber die muss ich dann halt auch erst schneiden und hochladen. Ja, so viel zur Info vorab. Jetzt würde allerdings erstmal das April- und Mai-Update kommen. Ich weiß nicht mehr, welche Manga ich in welchem Monat gekauft habe, muss ich dazu sagen. Ich weiß also nicht mehr, was von den Manga, die jetzt kommen, im April und was im Mai war. Aber ich weiß zumindest, dass es in einem von den beiden Monaten gewesen sein muss, weil Juni und Juli ihre eigenen Stapel haben. Ja, dann fangen wir mal an. Und zwar mit einem, den ich nicht gelesen habe, Given, Band 1. Der wird momentan super mega mäßig gehypt. Ich war aber irgendwie noch nicht so wirklich motiviert, mich auch jetzt mal ans Lesen zu machen. Der interessiert mich schon sehr von der Thematik. Ich mag Boys Love natürlich und ich mag Bands und Musik, dieses Thema. Da ist auch, glaube ich, ein Print drin. Ja, die kommen jeweils mit so einem hübschen Print, sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, noch nicht gelesen, wird momentan sehr gehypt, aber irgendwie hatte ich noch nicht so die nötige Motivation und wollte mich jetzt auch nicht zwingen, wenn ich auf andere Sachen einfach mehr Lust hatte. Und ja, aber mal gucken, wie mir der so gefallen wird. Dann der nächste Band, den ich gelesen habe, ist der zweite Band von Takane und Hana gewesen. Da ist auch in einem der nächsten Monate, glaube ich, der dritte Band schon drin. Ich weiß jetzt nur nicht genau in welchem. Auf jeden Fall hat mir dieser Band sehr gut gefallen. Ich mochte das Cover extrem gerne. Ich finde das so herrlich, wie er die Rosenblätter da überall verteilt und sie einfach da hinten so trocken mit dem Schirm steht. Ja, das sieht sehr interessant aus. Ich habe den vor einiger Zeit gelesen, deswegen kann ich mich jetzt nicht mehr ganz daran erinnern, was da alles so Thema war. Ja. Aber, ach ja, da ist zwischendurch dieser komische alte Freund von Takane aufgetaucht. Also der ist erst hinten, glaube ich, aufgetaucht, der dann später, der hier auch im dritten Band vorkommt. Ja, die Bände sind generell einfach immer total witzig. Ich lese das total gerne. Ist für mich auf jeden Fall einer der Top-Manga dieses Jahr, die rausgekommen sind, ist Takane und Hana. Kann ich nur wärmstens weiterempfehlen, wer auch so, ja, sehr schlagfertigen Humor steht, der wird damit gut bedient sein. Dann habe ich mir zwei Manga ertauscht, die ich schon mal besessen habe. Und zwar sind das diese beiden hier, Cappuccino und Cherish von Wataru Yoshizumi. Ich habe die vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder so
in einer großen Säuberungsaktion meiner Sammlung verkauft und später irgendwie gedacht, na, hättest du die vielleicht doch lieber nochmal behalten. Ja. Und dann habe ich sie mir eben vor kurzem ertauscht und ja, ich habe sie jetzt noch nicht nochmal gelesen. Ich weiß noch, dass es hier drin ging es um ein Paar. Allerdings ziehen die irgendwie zusammen und ab dann geht irgendwie alles bergab. Er betrügt sie und sie fühlt sich ihm immer mehr entfremdet. Und ja, es ist halt eine sehr erwachsene Geschichte und nicht immer alles hat ein Happy End im Leben. Und da ging es halt hier rum. Hier weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, worum es ging. Ich glaube, die Protagonistin hat zwei Väter und an mehr erinnere ich mich nicht. Ja, so viel dann dazu. Ich freue mich allerdings schon aufs Lesen. Ich mag die Stories von Wataru Yoshizumi echt gerne. Ich mag auch ihre Shoujo-Titel, die so ein bisschen an das jüngere Publikum sind. Ich finde, dass die schon relativ erwachsen für ihr Genre sind. Aber ich mag ihre Josei-Titel noch ein bisschen mehr und kann die auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann habe ich mir ein kleines Artbook gekauft und zwar habe ich das über CD Japan bestellt. Ich werde die Seite auch mal unten verlinken, falls jemand von euch die noch nicht kennt. Da könnt ihr direkt aus Japan Sachen bestellen und ja, das hier habe ich mir gegönnt. Das Haikyuu Artbook, das ist in der Größe eines Manga. Das heißt, es ist nicht so groß. Es hat auch nur umgerechnet etwa 9 €, glaube ich, gekostet. Um den Dreh zumindestens. Oder 6 €. Es war auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Und es sind super coole Farbillustrationen drin, die mir extrem gut gefallen haben. Ich habe auch überlegt, dazu ein Artbook-Collection-Video zu machen. Aber da ich in letzter Zeit so wenig gedreht habe, weiß ich nicht, ob und wann das der Fall sein wird. Ja, auf jeden Fall sind da echt coole Illustrationen drin. Ich mag die Dynamik bei den Illustrationen zu Haikyuu sowieso extrem gerne. Und kann dieses kleine Artbook auch nur empfehlen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so wie bei dem Tokyo Ghoul Artbook ist, dass Kase das sogar rausbringt. Ich bin mir aber nicht sicher. Und deswegen, ich habe es mir jetzt einfach mal aus dem Japanischen geholt. Wenn es doch noch im Deutschen erscheinen sollte, kann ich mich ja entscheiden, ob ich es mir dann da noch holen möchte oder nicht. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ja. Sehr schönes Artbook. Kann ich sehr weiterempfehlen. Dann habe ich noch ein paar Self-Published-Manga aus dem deutschen Raum. Und zwar ist es einmal Regentage von Rose Nose. Das ist ein sehr melancholischer One-Shot, könnte man sagen. Es sind zwei Geschichten drin. Man kann den von beiden Seiten anfangen. Hier ist eine Boys-Love-Geschichte, hier ist eine Girls-Love-Geschichte. Hierbei geht es um eine Trennung und die Protagonistin erinnert sich eben so ein bisschen, wie die Beziehung war, als sie noch nicht vorbei war. Und hier geht es ums Fremdgehen und eine, ja, wie soll ich sagen, eine schlechte Beziehungen, die man aber trotzdem irgendwie nicht verlassen kann. Auf jeden Fall haben die beiden Stories mir extrem gut gefallen. Ich mag diesen bisschen melancholischen Touch, den die ja die beiden Geschichten haben. Es ist irgendwie super traurig, aber auch irgendwo schön. Und der Titel Regentage passt da meiner Meinung nach super dazu. Und ja. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ich werde auch die Zeichnerin mal unten verlinken, wenn ihr möchtet. Dann stattet ihr doch einen Besuch ab. Da freut sie sich ganz bestimmt. Ein weiterer Band von einer deutschen Künstlerin ist Orange Hickey Boyfriend. Das ist der zweite Teil zu Orange Hickey Dad. Der ist schon vor 2 Jahren oder so rausgekommen und jetzt kam eben noch ein zweiter Teil raus. War sehr interessant zu sehen, wie die Geschichte so weitergeht.
Im ersten Teil haben sich die beiden gefunden. Er hier ist übrigens ihr Vater, nur so zur Info. Und im zweiten Teil ging es jetzt eben um die Beziehung der beiden und wie andere Menschen darauf reagieren und vor allen Dingen, wie er hier auf bestimmte Situationen reagiert, wenn andere Leute meinen, ihre Meinung wäre wichtiger als sonst etwas. Ja, auf jeden Fall hat mir der sehr gut gefallen. Der ist von Piers Feels. Da kam auch noch mal mit einem Print. Und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Auch ihren Social Media Account, beziehungsweise ich guck mal, was sich da so finden lässt, werde ich euch unten verlinken. Da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Über eBay konnte ich dann noch ein Werk von der deutschen Zeichnerin ergattern, und zwar Marshmallows and Hot Cocoa. Und ja, der ist von Coolful und ich fand die Zeichnungen einfach sehr gelungen. Es ist eine relativ kurze Geschichte. Ich habe mir allerdings sagen lassen, dass das quasi nur ein Prolog ist. Also ich hatte den schon für gut befunden und habe dann auf Instagram geschrieben, dass ich nur ein bisschen schade fand, dass er relativ kurz war und das Ganze so ein bisschen schnell vonstatten ging. Und da hat sie mir dann geschrieben, dass das hier erst so eine Einleitung quasi zur eigentlichen Story ist und dass das noch weitergehen soll und dass sie gerade daran zeichnet. Also ja. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dann mit den beiden Jungs weitergehen wird. Es ist so eine bisschen Highschool-mäßige Geschichte. Einer von beiden musste die Schule abbrechen, um schon jobben zu gehen. Der andere kommt aus gutem Hause, fängt aber an, sich für den ersten zu interessieren und dann kommen sie sich eben näher. Es ist jetzt nichts super Weltbewegendes, aber es hat mir sehr gut gefallen und auch die Social Media Accounts von Coolful werde ich in der Infobox verlinken. Dann habe ich über Instagram auch noch ein Band ergattern können, und zwar Torrent von Martina Peters. Das gehört wohl zu ihren Manga Kai und Ten. Also hier geht es um zwei Nebencharaktere aus dem Manga Ten. Und ja, das ist ein 18 plus Doujinshi, das heißt, ich werde da jetzt auch nicht groß reinblättern, weil man eben doch einiges explizit sehen kann. Aber er hat mir sehr, sehr gut gefallen und es ist halt so eine Kurzgeschichte quasi, die sich im selben Universum abspielt und die Charaktere, die Hauptcharaktere aus Ten, kommen auch als Side Characters in diesem Band vor. Was ich ganz lustig fand. Ja, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Die Zeichnungen sind top, was bei Martina Peters allerdings zu erwarten war. Ihr Zeichenstil ist sowieso, ja, nicht von dieser Welt. So, ich weiß jetzt nicht, ob man es hören kann, aber die Kirchenglocken nebenan haben jetzt angefangen zu klingen und ich möchte aber dieses Video jetzt ganz gerne doch noch fertig machen. Deswegen werde ich mich davon jetzt nicht aufhalten lassen. Ich hoffe, man hört das nicht zu sehr. Auch angekommen im entweder April oder Mai, ich glaube es war im Mai, ist der zweite Band von Ass of Bike von Anna Azusa und Rifu hat die Zeichnung dazu gemacht. Und hier ist auch so ein schöner Print dabei, beziehungsweise sind hier auch diese Character Cards von den Charakteren, die in diesem Band mehr auftauchen. Und ich habe den jetzt tatsächlich noch nicht gelesen, allerdings finde ich das Cover schon mal sehr, sehr schön, denn ich mag sowohl den chinesischen als auch den koreanischen Vertreter und bin schon sehr gespannt aufs Lesen und freue
freue mich jetzt, dass Band 2 schon raus ist. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Bänden Ace of Bike abgeschlossen sein wird. Das haben die beiden schon mal, glaube ich, erwähnt, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe allerdings auch auf der Animagic gesehen, dass Anna Azusa gerade Zeichner sucht für eine neue Story, eine Magical Boys Story, wenn ich es richtig gesehen habe. Auf jeden Fall sah es schon mal interessant aus. Ich hoffe, da findet sie jemand guten, denn ich bin sehr gespannt, weil ich ihren Schreibstil extrem cool finde. Und zu guter Letzt hat mir von der Dokumie noch jemand etwas mitgebracht. Und zwar, ich muss es ganz kurz ein bisschen entstauben, denn das liegt schon ein paar Monate hier. Den ersten Band von Assault Affair und auch den zweiten Not Safe for Work Band, beide von Schrabi. Und ich habe dann kurz darauf, da hat er seinen Online-Verkauf nochmal geöffnet, habe ich dann noch ja, ein Blöckchen und ein paar Prints gekauft. Die zeige ich euch jetzt nochmal. Die fand ich nämlich auch äußerst schick. Und ja, habe ich dann gleich auch noch ergattert. Wie sollte es anders sein? Den hier finde ich besonders hübsch mit dem kleinen süßen Jungen drauf. Ja, das ist ein Kerl. Ja, das ist so mein letztes von April und Mai gewesen. Ich glaube, das war im Mai, weil das war auch irgendwie nach der Dokumie. Assault Affair ist eine BL-Story. Ja, nicht so richtig. Also es kommt Boys Love drin vor. Es sind homosexuelle Charaktere drin vorhanden, sowohl Männlein als auch Weiblein. Aber es ist eine Story, die auf einer Militärbasis spielt. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde den Zeichenstil sowieso sehr, sehr geil und kann es demnach auch nur empfehlen. Und für Leute, die Boys Love oder so mögen, ist es natürlich auch was, weil eben, wie gesagt, homosexuelle Pärchen drin vorkommen. Also, das war's auf jeden Fall mit dem April- und Mai-Update. Ja, wie gesagt, Juni und Juli bekommen dann jeweils ihr eigenes Update wieder. Es hat sich für mich nur nicht wirklich gelohnt, für April oder Mai was Eigenes zu machen, weil ich im Mai einfach so gut wie nichts gekauft habe, weil ich da ja noch auf der Hanami war. Mein Hanami-Update sollte eigentlich vor diesem hier online gegangen sein, also meine Hanami-Ausbeute. Das könnt ihr dann eigentlich als Part 1 von meiner Mai-Ausbeute betrachten. Keine Ahnung, ist ein bisschen durcheinander gerade alles. Auf jeden Fall, ja. Mir fällt erst jetzt auf, dass ich was vergessen habe. Und zwar habe ich zum einen auch das hier von der Dokumi mitgebracht bekommen. Das ist so ein kleines Polaroid von der Zeichnerin von Zocker. Das wurde mir einmal noch mitgebracht. Allerdings habe ich auch Merchandise vergessen und das zeige ich euch jetzt noch einmal. Ja, einmal habe ich mir diesen kleinen, ja, das ist kein Anhänger, das ist so ein Anstecker, wo man aber auch unten so eine Klammer hat, dass man zum Beispiel Notizen dran machen kann, von Kise aus Kuroko no Basket gekauft. Den fand ich sehr, sehr putzig und der war reduziert und für 2 Euro konnte ich den nicht zurücklassen. Und dann habe ich ihn mitgenommen. Ja, dann habe ich auch noch von der Dokumi mitgebracht bekommen, diesen Button hier von The Ones Within. Ja, die gab es ja exklusiv am Tokyopop-Stand und ich fand die sehr, sehr toll. Habe aber mich nicht getraut, jemanden danach anzubetteln, ob er mir einen mitbringen kann, weil ich das immer irgendwie, ja, ich weiß nicht, wenn ich dann da extra jemanden frage und der muss dann da seine Zeit aufwenden für. Ich möchte den Leuten dann nicht so auf den Wecker gehen und deswegen verkneife ich mir sowas gerne und aber der wurde mir freundlicherweise trotzdem mitgebracht und da habe ich mich extrem drüber gefreut und ja, den fand ich sehr, sehr toll. Dann habe ich auf eBay diesen super süßen, herzförmigen Button von Yurio
erstanden. Den fand ich total niedlich. Der war auch super günstig und ja, ich weiß leider nicht, von was für einem Künstler der ist, aber ich fand das total süß, dass der eine Herzform hat und ja, deswegen musste er einfach mit. Zusätzlich habe ich dann noch diesen Anhänger von Utterbeck und Yudio. Da ist jetzt gerade kein Anhänger oben dran, aber eigentlich ist das halt so ein Handyanhänger. Allerdings werde ich den vielleicht an eine Tasche machen oder so und dann gucke ich mal, was ich da selber für einen Anhänger dran mache. Aber den fand ich auch sehr cool, besonders weil der halt so eine Katzenkopfform hat. Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr süß. Und last but not least habe ich im April ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk von der lieben Undertaker bekommen. Auf YouTube Little Mad Undertaker. Packe ich jetzt mal ganz kurz aus. Und zwar hat sie mir diesen wunderschönen kleinen Japan in einem kleinen Tengu-Outfit geschenkt. Ist der nicht wunderschön? Ja. Ich mag Italia und ich liebe Japan. Ich finde den so putzig und ich liebe Tengus. Und das passt so süß zu ihm mit diesen kleinen Flügeln. Und sie hat mir auch noch ein süßes Washi-Tape und eine schöne Handcreme geschenkt. Aber den hier musste ich jetzt einfach mit ins Update bringen, weil er so putzig ist. Ja, das war's jetzt aber tatsächlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr über jedes Kommentar. Und es würde mich freuen, wenn es noch so ein, zwei Leute gibt, die sich das hier überhaupt angucken, weil es gab schon echt lange kein Video mehr auf diesem Kanal. Mal schauen und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!